Hallo Freunde, willkommen zurück bei Zelda Master Quest. Ja, letztes Mal haben wir den Bolero des Feuers gelernt und heute gehen wir in den Feuertempel. Das hat sich ja auch lustig angehört. Und wir sind drin, oder? Kann das fast mal kaputt gehen? Nee, Energie brauche ich jetzt nicht. Bräuchte Herzen. So, dann gehen wir erstmal hier rein. Sieht so unoffensichtlich aus. Lass mich raus! Gut. Schild und Rüstung bringen wir wieder. Hoffe ich. Was? Wo ist das Schild? Ich sehe da nur die Rüstung. Wo ist das Schild? Wo ist das Schild? Nein! Du willst mir jetzt nicht sagen, dass das Schild weg ist, oder? Nein! Warum ist denn jetzt das Schild weg? Das ist ja wohl Oberkacke. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Ich bin doch überhaupt kein... Ein Moment, ich möchte gerade was ausprobieren. Also kann ich mich zum Todeskrater teleportieren? Ich mag die Musik immer noch. Ich lass die Trommel da stehen, da ist vermutlich nur Geld drin. Die Tür ist zu. Und hier steht was vor. Oh. Da kann ich nicht schieben. Kann ich hier schieben? Auch nicht. Gut, haben wir hier noch eine Tür? Ah, vielleicht war da hinten auch ein kleiner Schlüssel drin. Jetzt gehe ich lieber doch mal gucken. Wo kam das Feuer gerade her? Das war eben noch nicht da. Ist ja auch irgendwie sinnlos, oder? Wieso ist der hier nochmal drin? Na gut, müssen wir uns keinen neuen kaufen. Das finde ich auch gut. So, wieder ein Schild. Dicke Eisstangen blockieren die Tür. Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ah, ich habe gerade eine Idee. Jetzt muss ich mich mal... Will ich so umgucken. Nee, ich sehe nichts. Hm.
Ich meine, Dekostäbe können wir nicht benutzen. Jetzt macht das Ding doch auf. Kann doch nicht sein, Link, dass du so doof bist. Die Tür kriegen wir nicht auf, weil wir keinen Schlüssel haben. Ist da hier irgendwas? Auch nicht. Vielleicht muss ich hier draußen noch irgendwo was einsammeln. Ach, komm schon, Link, hoch da. Und damit kann ich mich jetzt immer da raus teleportieren mit dem Bolero des Feuers. Das finde ich gut. Oh, Link, jetzt mach ich eine... Gerade ein, ich habe meine Uhr gar nicht draußen. Oh. So Leute, ich werde heute wahrscheinlich, also ich werde heute nur eine Folge aufnehmen. Und Link ist heiß. Ja, einfach aus dem Grund, weil ein guter Kumpel Niklas kommt. Und dann wollen wir gemeinsam ein wenig aufnehmen. Rubin kann ich nicht gebrauchen, ich brauche Herzen. Also Niklas, ne, der ist auch so ein Fan von Zelda. Hat aber Ocarina of Time noch nicht wirklich selbst gespielt. Ah, da sind nur Rubine da drin. Noch so wenige. Komm. Ach, gut. Was hat Navi denn da hinten gefunden? Ah, oh, das ist blöd wieder mit der Tastatur. Oh, wo kam... Oh, er hat mich das Vieh gerade erschreckt. Und das hier bringt jetzt was? Was ist denn Navi? Kann ich mich da eigentlich rüberschießen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ja, zu einfach. Geht auch nichts. Wow. Das geht nicht. Ich mag die Viecher jetzt schon nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich wieder Aufnahme bekommen habe. Nee, ist uns nicht egal. Dann mache ich einfach halt bis dahin, wo ich schätze. Bis ich begonnen habe. Da hinten ist ein Herzteil. Was passiert eigentlich, wenn ich da den... Kann ich den hier sprengen? Nein, natürlich nicht. Und ich habe keine Bomben mehr. Oh, Herz. Kann ich da so rüberspringen? Vermutlich ja nicht, ne? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh. Da oben ist noch ein Herzteil. Wie viele dieser Herzteile sind denn hier? Hm. Ich
gehe jetzt nochmal zurück, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hin muss. Herzen sind immer schön. 20 Rubine, Mann. Ich will auch keine Bomben kaufen, ich würde die lieber finden. So, dann sind wir auch schon fast wieder voll. An Herzen. So, zurück in den Wald hier. Verlorene Wald oder so. Ja, verlorene Wälder. Und dann... ich probier mal was. Halt. Oh. Jetzt weiß ich das Lied gerade nicht. Wahrscheinlich Salias Lied. Ah, ein Lied, das nur im Feuertempel spielbar ist, heißt das wahrscheinlich. Das hatte ich ja im letzten Mal schon nachgeguckt. Unten links rechts. Ah, diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnert er mich an jemanden. Jemanden, auf den du mal, besser nicht so ins schlechte Licht gestellt hättest, Medo. Ja, Vollidiot. Frage mich, was in Kokiri gerade... ich höre gar keinen Unterschied mehr zwischen dem Musik. Bin ich richtig gelaufen oder falsch? Falsch, natürlich. Wieso ist Midos Fee jetzt rosa? Die war doch gerade eben noch blau. War falsch. Mist. Verlaufen. Warte, kann ich da hinten irgendwas mitmachen? Durch meinen Fanghaken? Der bringt aber nichts. Warte. Genau, und dann hier erlangen. Oder? Gut. Kommt hier wieder der Werwolf. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke L und stell dich gleich in die Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Okay. Hast du dich hingestellt, halte L gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke, so kann dir niemand auflauern.
Was? Wow! Au! Was war das denn für ein Vieh? Alter! Wie kommt er mir ein bisschen zu nah? Der sieht mich natürlich nicht. Wow! Alter, was sind das für Viecher? Boah, Hilfe! Kommt einer. Bleib weg. Oh, was sind das für Viecher? Der sieht mich natürlich nicht. Bisschen langsam, ne? Was sind das für Viecher? Boah, ey. Was soll das darstellen? Eine Mischung aus Ogre, Schwein und einem Schwein? Die nur eine Unterhose tragen? Au. Mann. Kann man sich auch nicht verteidigen gegen. Immerhin haben wir noch 5 Minuten. Ja, wo ist er denn? Boah, ich hab's geschafft. Oh nein. Ja.
Okay. Oh Mann! Ich roll noch genau rein, genau. Was? Nein! Frames? Mann, warum muss ich denn gegen die Wand rennen? Ein Moment mal. Ich mache hier kurz einen Safe State, damit ich nicht immer wieder das neu machen muss. Ah, oh, da hat er mich genau mit seiner Keule erwischt. Das gibt's doch nicht. Warte, was habe ich eigentlich noch so dabei? Kann ich mich... Ach genau, ich habe ja noch eine Milch. Ja. Wohlbekommst, Link. So, dann. Ah, ich habe noch eine Idee. Mann! Hahaha! Na, ausgetrickst! Waldtempel. Wo ist Salia denn? Man hat sie doch spielen gehört. Chic. Ah, genau, wieder ein neues Lied. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Achso, da kommt immer auf diese Plattform. Ah, ist auch nicht zu schwer. Ich mag die Lieder wirklich, die sind richtig toll gemacht. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Gameboy, wir werden uns wiedersehen. Hilft die deine Dekunos, oder? Guck, man hört sie doch spielen. So, jetzt vermute ich, dass man das hier machen muss. So, ja, ein bisschen Zeit ist noch. Können wir schon mal anfangen, den Waldtempel zu erkunden. Down. Boah, sind da viele. Ich weiß gar nicht, wo mich das hinführt dann. Ah, da brauche ich wahrscheinlich was anderes. Etwas, das ich noch nicht habe. Oh, wo, das Vieh habe ich nicht gesehen. Oh, die sind ja schön leicht da mit den Haken.
Ah, da hinten ist... Komm her, du. Wo ist... Gucken wir mal gerade hier, ist hier irgendwas? Ich hätte dich doch treffen können. Nein, das ist natürlich genau unter dieser Ranke. Ah, hab's, goldene Scutola. Schlüssel habe ich aber keinen. Du benutzt deinen Schlüssel, um eine solche Tür zu öffnen zu können. Ja, super, das weiß ich auch. Aber hier ist kein Schlüssel. Wo komme ich denn den Schlüssel her? Ich muss doch jetzt wohl nicht etwa da hoch, oder? Aber mächtig so aus, als müsste ich da hin. Ah, Mann! Hier hinten was steckt. Ah, warte, hier kann ich auch hoch. Oh, hier sind keine Viecher. Das finde ich schön. Oh, ich habe... Ich hätte doch noch eins. Ach da. Hier ist ein Schalter. Ich frage mich, was der aktiviert. Warte, kann ich mich da so rüberschießen? Fände ich ganz nice. Nein, natürlich nicht. Warum auch? So, ich aktiviere jetzt noch diesen Schalter. Nein! Warum bin ich denn gerade so extrem weit gesprungen? Das muss doch nicht sein. Ich will diesen Schalter jetzt noch in dieser Folge drücken, ja? Das ist so mein persönlicher Ehrgeiz. Ink. Nein! Schon wieder? Mann! Ich hab das schon 5 Minuten überzogen. Na gut, dann wird halt irgendwann ein längerer Part kommen. Morgen kommen dann die Folgen mit Niklas. Und wer weiß, wir haben uns überlegt, vielleicht machen wir noch ein anderes LP zusammen. Dann, also morgen dann. Ne? Weil Niklas kommt von was weiter weg, deswegen hat er deswegen sehen wir uns nicht so oft. Also es wird selten sein, dass er überhaupt mal vorkommt. Nein! Nein! Ich war doch schon drauf! Mann! Wahrscheinlich, wenn ich den Schalter oben drücke, erscheint irgendwo eine Truhe. Und da ist dann ein kleiner Schlüssel drin und damit kann ich dann da drin weiterkommen. Ist da was? Damit das jetzt nicht immer so lange dauert,
hier dauernd wieder als hochklettern. Speichere ich nochmal hier. Und look. Ja, geschafft. Wow, wenn ich nochmal speichere, also wenn ich dann wirklich die Gewissheit habe, dass mir nichts passieren kann, also muss ich nach da hinten. Ne, super. Oh, Link! Oh, das ging jetzt erstaunlich einfach. Yeah! So, damit haben wir den kleinen Schlüssel. Ich würde sagen, du kannst ihn nur in diesem Labyrinth einsetzen. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder mit Niklas. Ja. Also, ich gehe noch schnell nach unten. Haut noch zu. Naja, gut. So, ja. Dann bleibe ich jetzt mal hier stehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit Link und Niklas. Bis dann. Ciao.